Steht Anna da? Ich gehe mal von aus, dass es Anna ist. Aber hier sehe ich nichts weiter. Hier ist nur diese eine Tür. Hier ist sie, die weint. Hier ist das Übliche. Ein wunderschöner Vollmond. Oh, jojojojoj. Okay. Muss ich irgendwas auslösen, um diese Fußab... Ich verstehe es nicht. Okay. Ich möchte gerne diese Fußabdrücke wieder sehen. Okay, sie ist hier weg. Ich gehe jetzt nochmal hier hinten hin. Weil hier kamen ja immer diese Geräusche. Okay. Gut. Scheint wohl, dass wir sonst hier fertig sind, würde ich jetzt mal sagen. Schade. Ich dachte, ich sehe nochmal diese blutigen Fußabdrücke. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Okay. Gut. Dann ziehen wir einfach mal die Maske wieder aus. Also ich glaube, hier drin tut sich gerade gar nichts mehr. Nee. Nee. Haben denn diese blutigen Fußabdrücke? Die hatten wir doch eben. Die hätte ich gerne mal wieder. Okay. Okay. Ups. Und da sind sie. Okay. Oh mein Gott, hier ist alles, hier ist überall Blut. Alles okay. Ich lass mich nicht stressen. Das wird gleich vorbei sein. Ich drehe mich nicht um. Ich kann mich auch nicht bewegen. Ich drehe mich nicht um. Nein, das mache ich nicht. Ich drehe mich nicht um. Mm-mm. Ich will mich nicht umdrehen. Sehen, hier und jetzt. Das erste Mal, seit ich da... Ich traf. Seit ich dich traf. Okay. Okay. Ich zieh diese Maske wieder aus, ey. Das ist ja Horror. So. Wieder normale Sicht. Meine Güte. Okay, wie schaut's aus? Okay, ich habe nichts von meiner Skala verloren. Das ist gut. Was haben wir denn hier? Die Statue. Ich habe ganz klar meine Stimme gehört. War es eine Erinnerung? Laut dieser Unterhaltung habe ich eine Statue aus der Kirche gestohlen. Aber warum? Okay.
So, was haben wir hier? Schuhmacher? Nein. So. Der Schuhmacher, besessen von seiner Suche nach Anna, hat seinen eigenen Bruder getötet. Okay. Es steht geschrieben, dass eine Frau in diesen Bergen der Hexerei verdächtigt wurde. Sie wurde zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Okay. Ich habe ein Symbol auf einem Buch über Annas Kult gefunden. Es stammt aus der Bronzezeit und handelt von einer Göttin. Okay. Warum bin ich wie der Schuhmacher? Was habe ich getan, dass ich wie er wurde? Okay. Wir speichern. Speichern? Jawohl. Ja. Bitte. Zurück. Okay. Ups. Lässt du mich hier raus? Bitte? Okay. Ich gehe wieder runter. Nein. Ach, das war ja nur eine Tür von vielen, ne? So. Okay. Diese Dinge sind hier neu dazugekommen. Das ist hier neu dazugekommen. Und diese Hände sind hier neu dazugekommen. Göttinnensymbol, okay. Ach Mädel, was denn jetzt schon wieder? Okay. Scheint diese gewachsen zu sein, als wäre sie eine Pflanze. Okay, apropos Pflanze, ja. Wir müssen unten noch diesen Baum wieder anpflanzen. Oh nein, das möchte ich nicht. Okay. Huch. Was auch immer das ist, da komme ich nicht vorbei. Okay. Okay. Ich gehe wieder runter. Ich gehe wieder runter, wenn ich den Weg finde. Da. Oh, ein Buch. Ein Buch. Rituale unserer Herren. Rituale unserer Herren. Oh. Angesichts des Wesens des Kultes, der sich der Fleischlichkeit und der Glorifizierung des Lebens in all seinen zahlreichen Formen verschrieben hatte, erfordert die Hingabe zur großen Mutter für all die vielen und komplizierten Rituale die Verwendung von mindestens zwei Arten heiligen Blutes. Das erste, welches in einer früheren Abhandlung bereits im Detail erläutert habe, ist das Blut des heiligen Baumes des Lebens. Das zweite, nicht minder wichtig oder heilig, ist das rote Blut der Göttin, welches durch ein einzigartiges Ritual für die folgenden größeren Rituale präpariert werden muss. Das war doch roten Blutes der Göttin. War das das nicht mit der roten Kerze? Ich bin mir aber nicht sicher. Okay, klare Farbe zu finden. Ach, das ist das mit dem... Wir haben ja... Doch, entzünden und betend warten, dass keine Tropfen geschmolzen Wachses. Okay, roten Blutes. Das haben wir ja alles. Okay. Was ich jetzt mache... Ich gehe jetzt einmal runter. Wir haben den Schleifstein. Dieser Raum hat sich verändert. Ich kann nicht einmal sagen, ob ich in demselben Haus bin. Das bin ich. Ich frage mich, was mit der Außenwelt geschehen ist. Zerbrochener Tisch. Der Tisch wurde verschoben und seine Schublade geöffnet. Ich bin nicht alleine hier. Seine Schublade geöffnet, das waren wir vorhin. Das waren wir vorhin. Okay. Okay. Wir haben hier diese Tafeln. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Fehler ist, diese Tafeln alle mitzunehmen. Aber sie werden mir ja angeboten, dass ich sie mitnehme. Also nehme ich sie einfach mal alle mit. So. Hier drüben. Okay.
hier drüben müssten auch noch welche sein, soweit ich mich erinnere. Okay. Dann nehmen wir das. Gehen hier mal rum. Und nehmen das. So. Uiuiuiui. Bild an der Wand. Jedes einzelne Samenkorn hat seine eigene Kraft. Huch, ich war zu schnell. Mach dich für das Wunder des Lebens bereit und gib etwas Wasser dazu. Gut. Wir haben diese Samen. So, wie gesagt, wir müssen einfach diese Speichersachen wieder einholen. So. Baum in der Pfütze. Schnell wachsende Samen, sehr schnell. Okay, aber wir konnten jetzt da nichts machen. Ich glaube, von oben war das. Ach so, okay. So, einmal in die Werkstatt. Einmal in die Werkstatt. Ich glaube, die Okay, das hat sich ja auch alles verändert. Ich glaube, die Werkstatt habe ich jetzt noch nicht mit den Masken angeschaut, bin ich der Meinung. Ich will aber erstmal, ich hoffe, das ist kein Fehler, dass ich das erstmal mache. Erstmal den Schleifstein da rein. Dann nehmen wir die gekrümmte Klinge. Wenn der Schleifstein fixiert ist, sollte es kein Problem sein. Ist er. Okay, fertig ist die Klinge, sauber und scharf. Und was musste ich, hab ich... Ich brauche den Schleifstein nicht mehr. Okay. Und weg ist er. Schade. Okay. Ach so, ja. Ich hab vergessen, den hier wieder rein zu tun. Und hier die gekrümmte Klinge. So. Diese schwere Bank dient dazu, Holzblöcke zu zersägen. Kann ich... Das ist jetzt nur eine Überlegung. Wir haben doch... diese Maske. Bringt mir das was? Oh ja. Oh je. Abgetrennte Maske. Okay. Was ich erstmal mache, wieder... Der Fehler passiert mir nicht nochmal. Der Fehler passiert mir nicht nochmal. Okay. Zurück zum Spiel. Jawohl. Okay. So. Was ich jetzt erstmal mache, sind diese Masken hier auch wieder anziehen. Weil jetzt haben wir auch Maske einer Gottheit. Aber ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, dass ich die Maske anziehe. Weil ich bin keine Gottheit. Also. Ich hasse es. Okay, hier hängen jetzt Arme und Beine runter. Da liegt eine Leiche. Also ich gehe mal von aus, es sollen Leichen sein. Einmal ein bisschen rumgehen. Was sind das eigentlich für... Okay. Wir ziehen die Maske wieder aus und jetzt ziehen wir die Maske der Wahrheit an. Da. What if none of this is true? Okay. Dann wäre ich glücklich, wenn nichts davon wahr wäre. Dann wäre ich glücklich. So, Steinkreuz. Er sieht nicht danach aus, was? Dann lasse ich dich passieren. Was? A lady's hand cannot be left bare.
Okay. Und die rechte Hand? A lady's chest is never dark and silent. If you find my heart sealed in wood and bring it to life, I bathe it in red womanly blood, I will let you pass. Und roten Blut einer Frau bedarf es, um es zum... Oh mein Gott. Echt jetzt? Oh nein! Nein, 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 nein. Warum? Warum? Ich ziehe die Maske wieder aus. Warum habe ich jetzt dieses blöde Symbol bekommen? Ich habe keine Angst gehabt. Jetzt habe ich Angst. Jetzt ist das Ding weg. Okay. Und was soll... Oh, ich verstehe hier gar nichts. Okay. Soll ich wirklich die Maske der Gottheit anziehen? Aber das glaube ich nicht. Nein, die Maske gehört bestimmt hierzu. Die Weste hat sich mit der Maske verbunden. Als ob sie sich gegenseitig angezogen hätten. Trauerkleidung mit Maske. Okay. Okay, wir haben unsere Kleidung. Die Frage ist jetzt, ich kann jetzt nicht gehen. Irgendwas wird passieren. Warum? Warum? Bitte? Ich kann jetzt nicht gehen. Irgendetwas wird passieren. Warum? Was soll denn hier passieren? Mein Problem ist aber, ich habe ja noch kein... Sie hat eben gesagt, wenn du mein Herz in Holz findest. Aloka, ich wünsche dir noch viel Spaß und lass mich wissen, ob du Anna gefunden hast. Ich muss leider zur Arbeit. Hi, Tiana, vielen Dank. Danke, dass du vorbeigeschaut hast und danke, dass du mir bei der Soundanpassung geholfen hast. Hab einen ruhigen Dienst und dann bis heute Abend. Wenn ich noch lebe. Hab ich? Genau, die hab ich schon. Keiner braucht Bleistifte. Keiner braucht Bleistifte. Komme ich jetzt hier raus? Ich bin hier gefangen? Warum? Ich will doch einfach nur hier raus. Stress mich doch nicht, Spiel. Stress mich nicht, bitte. Wenn ich jetzt das Ahornblatt hier in den Mörser stecke. Nein. Weil das Ahornblatt hat ja diese rote Farbe. Zweiter Zimmerschlüssel, Kaminschaufel. Ich habe eine Kaminschaufel. Das ist alles so super. Huch! Kannst du mir auch sagen, was du da siehst? Okay. Also, das heißt, ich muss diese Maske wohl wieder anziehen. Was sehr ungünstig wäre. Das war die Wahrheit, ne? Glaube ich. Ja. Warum hast du mich gerade angeschrien? Ich möchte dir wirklich nur helfen. Die Sache ist einfach, verkündet ihre Trauer. Er sieht nicht danach aus. Okay.
Die linke Hand. Mit dem richtigen Siegel. Dann lasse ich dich passieren. A lady's chest is never dark inside. If you find my heart sealed in wood, you bring it to life, my baby's in red wood blood, I'll let you pass. Es ist in rotem Blut einer Frau Bades, um es zum Leben zu erwecken. Aus Holz.